Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, im schönen Chefnatop und zurück zu Let's Play Assassin's Creed Valhalla. Liebe Freunde, in der letzten Folge haben wir Soma als neue Verbündete bekommen. Und ich zeige euch mal eben schnell auf der Karte. Ich war wieder offscreen ein bisschen fleißig und habe hier in Granta Brückschia ordentlich Schätze gesammelt und natürlich die wichtigen Sachen, ja, die Rätsel habe ich offen gelassen, ein paar Artefakte habe ich gefunden. Und ich würde sagen, einfach damit wir ein bisschen weiterbauen können in Chefnatop, werden wir ein paar Raubzüge starten, diese Folge. Das ist bis jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Ich habe schon so überlegt, ob es da nicht eine schnellere Möglichkeit gibt. Weil wir können ja eigentlich... Das Ding ist, wir müssen eigentlich nur immer an den Hafen kommen. Und da, von da aus können wir unser Schiff ja rufen. Also wir müssen jetzt nicht immer überall hinsegeln direkt. Aber hier sind halt keine Häfen. Da kann ich nicht eigentlich überall das Schiff rufen? War das nicht irgendwie auf... Verzeihung. Hier auf G, genau. Hatten wir doch hier. Horn benutzen. Tarnen. Langschiff rufen. Müsste doch eigentlich von überall aus gehen. Ich bin's. Los geht's. Let's go. Okay, fangen wir mal an. Was wäre denn das nächste? Hier zum Beispiel. Empfohlene Stärke 160. Schaffen wir doch trotzdem. Aber dann müssen wir in die andere Richtung. Einmal drehen, Leute. Genau. Wir können das Segel nicht setzen. Verdammt. Dieser Wind würde die Segel füllen. Mehr Segel. Na dann los. Sehr schön. So, und ich glaube, es gab noch fürs Plündern zum Beispiel, gab es doch auch noch eine extra Karte, ne? Glaube ich. Und kann auch sein, dass man da erst hinkommt, wenn man dieses Gebäude dafür baut. So. Stufe 160 empfohlen, Freunde. Kann sein, dass wir auf den Deckel kriegen. So, hier könnten wir jetzt schon plündern, aber das ist nicht von Interesse hier. Ich sollte vorsichtig sein. Wird schon schief gehen. So. Na dann los. So. Na dann kommt mal her, Freunde. Die Wikinger sind da. Flieht. So, ich will hier eigentlich gar nichts niederbrennen. Mir geht's wirklich nur um die Schätze. Weg da! Eiferer erkannt. Oscar? Oh! Wo ist Oscar? Du oder was? Zeig mal deinen Stinkefuß, Junge. Ah, oh, was? Oha, war das vielleicht doch eine blöde Idee? Das war sein Fuß. Ah! Oh! Okay, Freunde, ich glaube, das war eine blöde Idee. Das war, nicht so clever.
Scheiße. Okay, aber theoretisch muss ich ja nur an die Schätze. Ich muss ja da niemanden umbringen eigentlich. Kann ja auch ganz gekonnt ausweichen. Da ist ein Kloster, Eivor! Danke dir, Floki. Ich will den Kollegen schon unter der Erde sehen. Also wenn ich dann schon mal hier bin. Damn. Ja. So, wo ist der Lümmel? Die Nordmänner kommen, ganz genau. Okay. Aber damit kann ich sie immer noch killen. Der Finisher funktioniert immer noch, aber die machen verdammt viel Schaden. Bumm. Egal, let's go. Da ist der Eiferer. Schnell. Nein. Oh, das war knapp. Nein. Oh. Wo sind die Schätze? Ah, shit. Wo sind die Schätze? Gott. In die Kniescheibe. Und in die Hand. Komm her. Zeig mir dein Patschehändchen, Junge. Ah, ich komm nicht ran. Damn, halt still. Na endlich. Gedreht, Junge. Oh, der Eiferer. Oscar Stärke 220. Aber ich treff doch seinen Fuß, verdammt. Treff doch den. Jetzt. Halt doch mal. Ich treff den. Okay. Shit. Sollte ich das noch weitermachen? Mann! Aber jetzt bin ich hier. Muss doch gehen, hör mal. Ich probiere es jetzt noch einmal. Das lief doch ganz gut. Man kann den Gegner doch killen. Aber ich werde auch mit meinen Special Attacks nicht viel Schaden bei dem machen, ne? Der Ruckel ist aber auch unverbesserlich. Und da steht 160 Stärke. Und mir ist es egal. Vor allem auf der Berserker-Stufe, ja. Aber es ist auch mal eine Herausforderung, Freunde. Wir marschieren überall so easy durch. Muss auch mal ein bisschen Herausforderung geben. Ran, Schatz, meine Wölfe! Ran, Schatz! Komm her. Verdammt. Zack. So. Boom. Kriegen meine Jungs natürlich ordentlich aufs Maul hier. Zack. Inna, lass mich. Damn! Ach komm, ich hab doch komm her. Dann in den Kopf. Boom. Schönes Ding. So, mach. Da kommt der Eiferer. Da bringen auch die Headshots nicht so viel.
Komm, zeig deinen Fuß, Junge. Oh Gott. Mach mal meinen Special-Angriff. Boom. Der kann alle. Der kann. Okay, okay. Keine Chance. Keine Chance. Okay, weg, weg, weg. Nee. Wir nehmen den Kram und dann abhauen. Oh. Oh. Nur die Frage ist, wie komme ich hier ins Haus rein? Da, 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 da. Okay, schnell die Schätze nehmen. Ich brauche hier mal Hilfe. Leute, kommt mal ran hier. Oh Gott, er kommt, er kommt. Rohmaterial, Reichtum erworben. Warte mal, hatte ich nicht letzte Folge ganz viel Rohmaterial bekommen? Ich könnte theoretisch schon bauen. So, jetzt schnell in die Kirche. Schnell. Macht mal hier einer auf mit, bitte. Ich brauche drüben Hilfe. Kommt mal bitte, danke. Um. Zack. Hauptsache der Eiferer. Nein! Ah, verdammt. Hauptsache der Eiferer kommt nicht. Oh. Komm her, komm her. Oh, das sieht ja gar nichts. Ah, das sieht ja gar nichts. Ich muss an der... Und ich habe keine Pfeile mehr. Ah, shit. Was? Jetzt darf ich nicht verrecken. Jetzt darf ich wirklich nicht verrecken. Hier keine Pfeile irgendwo. Nein, der Eiferer. Oh. Er weiß, wo wir sind. Er weiß, wo wir sind. Sehr schön, er ist down. Tür aufschließen. Ich muss erstmal Pfeile holen. Erstmal Pfeile holen. Einfacher rauslocken. Shit. Oh, er kommt mit. Genau, lenk ihn ab, lenk ihn ab. Ich muss an seine Hand, ich muss an seine Hand. Zeig mir deine Hand, du Penner. Geil. Einfach daneben geschossen. Nein. Oh shit, oh shit. Ich bin gleich down, ich bin gleich down. Aber was hab ich nur gemacht? Was hab ich nur gemacht? Ich hab meine Männer in den Tod geschickt. Ich will nur Pfeile. Auch nur Pfeile. Oh, kommt der Einfache. Ah. Das war richtig dumm. Das war richtig dumm. Nichts mehr zu essen. Okay, wir holen uns jetzt einfach den Schatz von da drin. Und falls jemand kommt. Oh, dann machen wir einen Abzug. Also. Ich brauche Hilfe. Los, komm, 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 komm. Komm, schnell, die kommen gleich. Macht auf hier. Rohmaterial. Essen. Ich brauche noch Essen. Hier, komm hoch. Meinen Dank, Eivor. Jo, bitte, bitte. Oh, gibt's hier irgendwo Essen? Essen, ich brauche Essen.
So, ein Schatz noch, Leute. Ein Schatz noch. Hier müssen wir noch rein. Die Frage ist nur, wo muss ich lang? Schnell aufbrechen. Du hast ja einfacher. Schnell aufbrechen. Aufbrechen. Los. Go, go, go. Hilf mir mal. Oh Gott, was ist angeflogen? Komm. Schnell. Hier auch aufbrechen. Hier auch aufbrechen. Go, go, go. Ich darf jetzt nicht sterben. Komm. Mach auf. Mach auf. Und jetzt einfach nur weg. Weg, Männer. Oh, da ist er. Weg, 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 weg. Wir verziehen uns. Wir verziehen uns. Leute, wir verziehen uns. Nächstes Mal. Scheiße. Okay. Okay. Das lief ja gar nicht so gut. Oh, wir haben das hier erstmal abgeschlossen. Oh Gott, ey. Okay, wir machen jetzt einfach hier noch weiter. Was habe ich getan? Warum habe ich das überhaupt gemacht? Nee, ey. Nee. So, da müssen wir hin. Was war das? Uiuiui. Aber dann haben wir wenigstens ein bisschen Material zusammenbekommen, dass wir wieder schön was bauen können in Hefnertop. Ja? Schön was bauen. So, und jetzt kann ich doch theoretisch von hier aus den hier machen, oder? Und da sind sie schon. Guck dir das an, wie schnell die sind. Beherrsche dich! Endlich, Eirat Geras! Jawohl! Ach, hier geht's schon los. Wir sind schon da. Los geht's! Los geht's! Ich verspreche euch, diesmal kriegen wir nicht so aufs Maul, Männer. Versprochen. Ich muss mir ja mal hier wieder ein bisschen was zu naschen besorgen. Habe ich Pfeiler? 6 Stück. Ja, na gut. Odin! Odin! Los geht's, Männer! Los auf der Insel Elge! Au! Zack. Jetzt aber, komm. Oh Mann. Komm, ich mach. Komm. Ich treff doch die Füße immer, Mann. So. So, dich nehmen wir auch noch mit. Bum, 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 bum. Kopfnuss. So. Ist hier ein Schatz? Wir brechen mal hier auf. Komm mal ran hier. Mmh. Damn. Wollte ich hier schön auf entspannt ein bisschen Flüssigkeit zu mir nehmen? So. Nächster Versuch, bitte. Hey, ich schaff das nicht allein. Da kommt. War doch gerade noch einer da. Also,
Auf hier. Danke. Hier gibt es was. Jawohl. Hey, hierher. So. Rohmaterial. Auf. Nächstes Schätzchen. Stirb! Gott liebt mich! Was? Gott liebt dich? Scheinbar ja nicht, Junge. Sonst würde er das hier nicht zulassen. So. Hier nochmal kurz ein bisschen was naschen. Buck, kannst du mal kurz herkommen? Oh! Oh, shit! Oh nein! Ich brauche Unterstützung! Buck, komm mal ran hier. Machen wir mit auf, bitte. Danke. Sind die Schätze. Ich brauche hier mal Hilfe. Mach hinne. So, zack, 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 zack. Zwei Fertigkeitspunkte. Ein Traum. Noch ein Brief. Bleibt dem Sumpf fern. Sie lauert im Sumpf, eine grausige, entsetzliche Gestalt. Sie zu zerstören heißt, einen Dämon zu wecken. Und zwar die Art, die deine Seele verschlingt. Haltet euch fern. Haltet euch fern! Okay. Geil, Maultrommel. Komm, Junge. Tschüss. Ich lösch dich aus! Was machst du? Was machst du? Netter Versuch. Netter Versuch. Ich glaube nicht. So, hier ist irgendwo ein Eingang. Da. Was für ein Sweater? Ich glaube nämlich, hier sieht's sehr eingängig aus. Ich glaube nämlich, dass hier auch ein Schatz unter dem... unter der Erde. So, Backe. Boom. Boom. Und zwar ein geheimes Buch. Neue Fähigkeit, Sturzflug der Valkyria. Okay, krass. Vier Schätze müssen wir noch finden, Freunde. In diesem Gebiet. So. Guten Tag. Ach, und dann kommen wir hier raus. So, holen wir da noch die Schätze. Und dann sind wir hier auch fertig. Hey, komm mal kurz her. Geil, wie der Pfeil da noch drin steckt. Hallo! Ich
Ah, verdammt. Ah! Komm her. Mehr von euch. Zack. Zack. So, Leute. Plündert, was geht. Und helft mir hier bei der Kiste. Ich brauche Hilfe. Wir sind Raubzug abgeschlossen. So, Freunde. Alright. Ich glaube, hier war auch das Kloster, wo wir Wiegmund gestellt haben. Nun gut, Freunde. Dann sind wir hier durch. Und ich würde sagen, das war es jetzt auch erstmal mit den Raubzügen. Wir haben ja doch ein bisschen was zusammengesammelt. Hier sind dann noch die letzten drei Schätze. Dann würde ich sagen, kehren wir erstmal nach Hefnatop zurück und bauen die Siedlung weiter aus. Nicht wahr? Erstmal schaue ich die neuen Fähigkeiten an. Fähigkeiten. Was haben wir denn hier? Brandpulverfalle. Was ist das? Sturzflug, das ist geil. Das sieht geil aus. Steige in die Luft auf und schmettere auf deinen Gegner herab. Können wir eigentlich den... Welches ist denn das? Rennen und packen. Benutze die Fähigkeiten-Taste, um zu rennen. Bremse dabei Gegner an, um sie zu packen und hochzuheben. Wirf sie über Kanten oder gegen eine Wand, um extra Schaden anzurichten. Okay, das ist auch geil. Ich glaube, das tausche ich gegen die 3. Das mit der Axt fand ich auch ganz cool. So, aber wie konnte ich das jetzt nochmal leveln? Ach, da muss ich ein zweites Buch finden, ne? Elheims Zorn und ein Todes-Tobsuchtsanfall schmetterst du. Genau. Das haben wir auf der 1. Kann man auch noch leveln irgendwann? Die Axt haben wir hier. Und Sturzflug der Valkyria mache ich auf die 4 einfach mal. Brandpulverfalle. Oh, durchschlagender Schuss. Schieße einen Pfeil mit genug Kraft ab, um beinahe alle Hindernisse zu durchschlagen. Okay. Was? Ach, durch? Yo. Durch die Tür einfach? Okay. Machen wir... Hier benutze ich eh fast nix. Machen wir einfach mal auf die 4. So, Fertigkeiten. Wir haben auch noch 4 Punkte. Die investieren wir einfach mal. Töte Gegner mit hoher Stufe durch einen zeitlich gut abgestimmten Angriff. Machen wir. Kritische Chance. Was haben wir hier noch? Leichter Schaden. Dann machen wir hier noch alles fertig. Dann haben wir hier nach hier alles gelernt, ne? Cool. Haben wir dann auch noch Sachen. Okay. So, aber. Was baue ich denn als nächstes? Ich glaube, ich baue... Für wen arbeitest du? Wer ist dein Herr? Irischer Handel. Triff dich mit dem Neuankömmling. Wer bist du? Eivor, das solltest du hören. Dieser Arschling und seine Freunde waren so dumm dreist, Hefnatorp zu überfallen. Sind die anderen tot? Ein paar. Die meisten entkamen. Es ist nicht viel passiert, aber sie haben Ausrüstung gestohlen. Soll ich Ranvi holen? Nein, sie hat genug um die Ohren. Ich erledige das.
Gut. Du wolltest also Wikinger spielen, kleiner Mann. Bist du bereit, den Weg bis zum Ende zu gehen? Du wirst nichts aus mir herausbekommen, Dänendreck. Ich rede nicht. Ich bin aus Nordwege. Und wieso glaubst du, ich wollte dich reden hören? Vielleicht lasse ich mich in Fleisch bezahlen. Mhm. Hackt ihm das Bein ab. Es muss kein sauberer Schnitt sein. Eine stumpfe Klinge tut es auch. Nein, bitte, nicht das Bein! Äthling Edward wollte euer Zeug. Er hat uns dafür bezahlt. Edward? Das ist der Jarl von Margonsäter. Zumindest nennt er sich so. Er sagt, er hasst Wikinger. Vor allem euch. Wo finde ich diesen Äthling Edward, Jarl von Margonsäter? Ich weiß es nicht. Ich bin neu. Wir sollten die Ausrüstung stehlen und sie dann beim Langschiff westlich von Hrefnabuch übergeben. Mehr weiß ich nicht. Er kann jetzt zu Randvi. Vielleicht können wir ihn gegen ein Schwein eintauschen. Ich sehe mir mal dieses Langschiff an. Heitam? Es lief nicht wie geplant. Heitam! Zum Treffpunkt der Sachsen in Grantabrückschild gelangen. Der Rabe und der Kuckuck. Ich weiß gerade nicht, ist das DLC? Ruhelose Träume, das ist DLC. Ein Fluss zum Berauben, irischer Handel. Baue das Kriegslager, lerne die Grundlage. Also, das sind ja die Symbole für DLCs, ne? Die beiden Sachen sind auf jeden Fall DLC. Dann mache ich hier vielleicht erstmal nicht weiter. Aber hier so ein Kriegslager bauen, das ist doch erstmal... Das kann ich doch erstmal machen. Guck mal, 30, das kostet doch nicht viel. Kriegslager! Jetzt können wir mehr Krieger anwerben und die gefährlichste Mannschaft zusammenstellen, die es je auf Englerlands Flüssen gab. Sprich mit Aedis beim Kriegslager, um deinen Bootsmann anzuheuern. Okay, das ist, glaube ich, kein DLC. Unsere das Krieger ist, haben nun einen Ort, um zu üben und auszuruhen. Das ist, glaube ich, das mit den Raubzügen, oder? Wenn das bekannt wird, sollte es viele Jomsvikinger anlocken, die mit uns kämpfen. Da fällt mir ein paar deiner Krieger scharren schon mit den Hufen, dass du einen Stellvertreter wählst. Du solltest dich entscheiden. Oswald Frosthand. Geschlecht ändern. Dora Schlachtmeisterin. Aussehen ändern. Auch sehr cool. Okay, Mundi Eisblut, Lafsvi, der Ergi-Aufspießer, Skjöld Faulfrucht, ja, der Fisch. Ey, krass, wie viele hier gibt's denn da? Wie viele gibt's denn da? Halleluja! Olaf, der Nussknack, Kofri Milchtrinker. Das hört ja gar nicht mehr auf, oder? Skjöld, der Bezwinger, der sieht cool aus. Ich nehme jetzt einfach den. Zuweisen. Jomsvikinger speichern. Bist du sicher, dass du dieses Menü verlassen möchtest? Du kannst das einmal ausgewählte Geschlecht und Aussehen deines Jums Wikingers nicht mehr ändern. Ach so. Also das ist dann quasi immer der Anführer, oder was? Aber der sah eigentlich schon ganz cool aus. Ich weiß auch mittlerweile nicht mehr, ob das jetzt quasi wieder von Anfang an losgeht. Aber hier könnte es ja nicht unendlich Modelle geben. Ich gucke jetzt gerade, ob ich den nochmal finde.
Der sah eigentlich ganz cool aus. Ja, also gefühlt das hier unendlich Vorschläge. Ich gucke halt auch so ein bisschen auf den Namen, dass der Name, also dass das Aussehen cool ist und der Name. Aber wie viele sind denn das, ey? Drachenjäger, der sieht auch cool aus. Ich kann mich nicht entscheiden, Freunde. Mann. Nehmen wir jetzt. Rieskram. Rusi vom windigen Meer. Ach, nehmen wir jetzt einfach den. Kann ich jetzt noch. Guck mal, jetzt können wir auch noch hier ändern. Weil das schon sehr cool aussieht hier. Rabenclan-Rüstung. Boah, aber das sieht auch krank aus. Ich glaube, ich nehme das. Das sieht schon auch sehr cool aus. Was kriege ich da für einen Bogen? Er kriegt... Ja, das sieht cool aus. Nochmal die. Und Helm drauf. So, was kriegt er hier? Da geht's ja nicht um... Also, die Axt ist doch scheißegal, oder? Oh, der kriegt die fette Axt, ja, auf jeden Fall. Und in die andere Hand kriegt er... Kriegt er so ein Schild. Let's go. Ja, nehmen wir. Zuweisen. Let's go. Rusi vom windigen Meer. Mhm. Jawohl. Jawohl. Du bist my man. Er ist auch einfach 3 Meter groß. Hat jetzt gar nicht lang gedauert, die Auswahl, aber... Wer seid ihr? Ehre, Ruhm, Gold. Ah, ihn können wir jetzt anheuern. Wir holen uns alles. So, Kosten 100. Ja, weiß ich nicht. Nehmen wir mit. Folge mir. Zusammen stoßen wir die Türen der Halle des Allvaters auf. Was mit dir? Birna, willkommen im Nest des Rabenclans. Ach, Birna, okay. Ich freue mich, Sonnenschein. Was für eine bunte Ansammlung von Menschen von jedem Schlag. Ich fühle mich wie zu Hause. Du bist zu Hause. Komm ein wenig zur Ruhe und sieh dich um. Wir werden in Kürze wieder aufbrechen. Genau. Ein schneller Schluck und eine kurze Rauferei, dann bin ich wieder kampfbereit. Über das Kriegsmenü, wo war das jetzt? Interagieren? Ach, hier kann ich spielen. Setz dich doch! Lass uns spielen! Nee, keine Zeit. Keine Zeit. So, was kann ich jetzt noch besprechen? Rufe meinen Jomswikinger. Ich will meine Mannschaft verwalten. Was ist hier eigentlich deine Aufgabe? Was tust du hier noch gleich? Wenn du etwas mit deinen Kämpfern klären willst, komm zu mir. Ich bereite sie für dich vor und halte sie kampfbereit. Sehr gut.
Ruf nochmal den Jomsvikinger, bitte. Also gut, hol mir meinen Hauptmann. Okay, ich kann es tatsächlich nicht mehr ändern vom Aussehen her. Ich kann nur die Rüstung ändern. Aber das ist schon in Ordnung. Ich glaube, das war die richtige Wahl. Ich will meine Mannschaft verwalten. Ich möchte meine Krieger neu aufstellen. Plünderer, 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 Plünderer. So, jetzt können wir zum Beispiel hier die Birner mal zuweisen. Jomsvikinger aus der Community. Der Beschützer. Nö, nee, aber den will ich nicht zuweisen. Ich hab schon meinen Hirsa. Ein von 100. Jomsvikinger angeheuert. Okay. Aber die Besatzung ist ja jetzt hier schon voll, oder? Fertig? Ja, ich bin erstmal fertig. Ich muss gehen. Ich muss leider aufbrechen. Bis bald. So. Gut, haben wir das erledigt. Dann. Was bauen wir denn als nächstes? Hallo. Die Fische beißen heute gut. Ein Fischerlager können wir machen. Fischerhütte. Stufe 4 von 6. Na, so langsam wird es doch. Wir sind Weiler. Haus von Alvis und Tolmgier. Danke für die gute Arbeit, Eivor. Wir haben hier eine richtige kleine Fischerei. Triffst du hier die Entscheidung? Das tut eigentlich mein Großvater. Aber er sagt, Verantwortung lernt man durch Arbeit. Ganz unter uns. Ich bin darin auch besser. Komme besser mit den Leuten zurecht, weißt du? Mhm. Ja. Es ist schön, euch hier zu haben. Euch beide. Neuankömmlinge, ob Valka unter ihnen ist? So, denn wollte ich noch. Habe ich nämlich gerade gesehen. Zeig es mir. Haus von Alvis und Tolmgier. Das sind, glaube ich, die Neuankömmlinge, ne? Das wollte ich als nächstes auch nochmal bauen jetzt, wo ich das gesehen habe. Glaubst du wirklich, ein Spottstreit könnte sich mit einer Saga messen? Mit wahrer Dichtkunst? Messen? So, wo ist es denn? Hier, ne? Was siehst du da oben, Sühnen? Brauchen wir hier noch was? So. Wenn deine Siedlung wächst, werden auch Festmale größer. Läute ein Festmal mit Hilfe der Lagerhausglocke ein, um eine vorübergehende Stärkung zu erhalten. Ein halbfertiger Zangspruch. Sei gewarnt, lieber Zänker, bin mehr als es scheint. Bin der Albtraum der Dichter. Wer schlecht ist, der weint. Versuch mit Schönheit vereint oder bin mit Schönheit vereint. Feind, weint, verneint. Nice. So. Was haben wir hier noch? Wer bist du? Salve, Eivor. Wir wurden noch nicht vorgestellt. Ich bin Octavian Claudius Britannicus, ein Sammler römischer Relikte. Das ist mal ein Name. Wenn du dich fragst, was ich der Siedlung biete, brauchst du nur auf das größte Imperium zu blicken, das die Welt je kannte. Ja, ich habe ihre großen Trümmerstätten gesehen. Immer beeindruckend. Aber du hast sie noch nie in ihrer alten Pracht gesehen. Und das kann ich ändern. Natürlich brauche ich einen Ort für meine Sammlung. Ich baue dir etwas, sobald ich kann. Hab Geduld. Was tust du denn hier? Erzähl mir, was du hier tust. Wenn du draußen in der Welt römische Artefakte findest, bring sie mir. Ich schätze sie sehr und gebe ihnen ein gutes Zuhause. Bei mir. Wir sehen uns bald wieder. Ach, weißt du was, dann baue ich das. Ich habe ja schon ein paar eingesammelt. 45... Dann haben wir noch 50 übrig. So, in Ordnung. Das Museum. Ja, ein bisschen Kunst und Kultur, liebe Freunde. So, was sagst du? Gefällt dir? Ich schätze, das wird vorerst reichen. Auch wenn ihm der Prunk des Imperiums in seiner Blütezeit fehlt. Vorerst? Kann ich das, noch? Nee, ich kann es nicht verbessern. Nein, es ist nur nicht gerade sehr römisch. Es braucht mehr. Mehr Relikte. Ja, warte doch.
Eivor, warst du jemals verliebt? Warum fragst du? Ich will wissen, ob du das Gefühl kennst, wenn dir dein Herz aus der Brust gezogen wird, während es dem flüchtigen Objekt deiner Begierde folgt. Ich frage mich, ob du je den bitteren Schmerz fühltest, deine Liebe in jemand anderes Armen zu sehen. Ich habe diese Qual erlebt. Und Maximilian war der Grund. Einer deiner Geliebten? Oh Götter, nein! Nein, 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 nein. Maximilian ist eine Schlange, ein Igel, eine schleimige, blutsaugende Natter von einem Mann. Er stahl mir meinen Schatz. Eine perfekt erhaltene Statue eines Legionärs. Das ist alles, wonach es mir verlangt. Zuletzt hörte ich, Maximilian hätte sich in oder um London verkrochen. Mit meinem Liebling als Geisel, zweifellos betatscht und begafft. Solltest du ihn je sehen, richte ihm meine Grüße aus. Was heißt, spuck ihn an und dann hol meine Statue zurück. Okay, haben wir eine neue Quest bekommen. So, jetzt erstmal hier die römischen Artefakte. Hier, nimm. Mehr Relikte für deine Sammlung. Bitteschön. Zeig mir, was du gefunden hast. Wundervoll. Und hier habe ich etwas für dich. Oh, römisches Pferd. Ich will mehr von diesen Artefakten. Ich muss gehen. Bleib gesund. Nein, nein, es ist nur nicht gerade sehr römisch. Es braucht mehr. Mehr Relikte. Ja, 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 ja. Mehr Rom. Kann ich hier vielleicht in der Gegend irgendwie eine Statue platzieren für dich, damit du zufrieden bist? Hier zum Beispiel. Bauen wir hier dein römisches Pferd hin. So, ist doch schön. Gut, Freunde, dann ist die Zeit jetzt auch langsam rum. Haben ein bisschen was geschafft in dieser Folge. Nächste Folge machen wir dann vielleicht wieder Quests weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß und bis morgen zur nächsten Folge. Ciao.